Meine Eltern sind aus Mähren nach Wien eingewandert, so wie das früher ja überhaupt der Fall gewesen ist. Denn in unserem Haus zum Beispiel, da haben Ungarn gewohnt, Polen gewohnt, Deutsche gewohnt und vor allem anderen Tschechen gewohnt. Und wir haben ja zu Hause nur Tschechisch gesprochen. Seltsamerweise, wenn wir zu unseren Vatern gesprochen haben, der ja nie Deutsch gelernt hat, dann haben wir per Sie gesprochen. Wenn wir aber Deutsch gesprochen haben, dann haben wir geduzt unseren Vatern. Und meine Mutter, die hat genauso gut Deutsch als wie Tschechisch gesprochen. Geboren bin ich in der Brigittenau worden und in der Brigitta-Kirche getauft. Und dann sind meine Eltern nach Simmering gezogen. Und zwar deshalb, weil mein Vater dort in einer Eisenfabrik, der war Eisengießer, weil er dort eine Arbeit bekommen hat. Mein Vater hat zu jenen Arbeitern gehört, der zwar in Wirklichkeit nicht viel, sagen wir, aus Büchern gewusst hat, sondern sein Leben hat ihn zum Sozialdemokraten geformt. Und ich erinnere mich daran, dass er uns immer wieder erklärt hat, dass wenn der Herr Marx kommt, dann wird es uns besser gehen. Er hat natürlich auf Tschechisch gesagt, wenn wir irgendwie verlangt haben, dass wir irgendetwas bekommen sollen. Wenn wir zum Beispiel hier am Lahrberg zu dem tschechischen Fest gegangen sind, die waren ja immer hier, da sind die ganzen Tschechen zusammengekommen und wir wollten, dass der Vater uns Würsteln kauft, hat er immer gesagt, Aschpschide pan Marx. Ich bin aber überzeugt davon, dass mein Vater in Wirklichkeit keine Ahnung gehabt hat, wer der Herr Marx ist, sondern irgendwie ist ihm gesagt worden, das ist einer, der für die Arbeiter ist. Am Abend mussten wir beten, das hat der Vater vor allem anderen verlangt und natürlich auch meine Mutter. Meine Mutter war streng katholisch-religiös. Und da sind über den Betten ist der Karl Marx gehangen und der Lassalle. Und in der Mitte das Bild der Heiligen Familie. Ich war sehr fromm und sehr gläubig. Und mein einziger Wunsch war, Nonne zu werden und ins Kloster zu gehen. Aber davon bin ich später ja ganz abgekommen. Und wenn ich gebetet habe, dann habe ich immer zum Karl Marx gebetet. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wer das ist. Aber weil er so gütig ausgeschaut hat und so einen schönen Bart gehabt hat, habe ich mir immer gedacht, so schaut der liebe Gott aus. Wir haben sehr oft gehungert. Die Mutter musste uns ja das Brot wegsperren. Das hat 23 Kreuzer gekostet. Und die Mutter hat 50, also eine Krone, wenn sie den ganzen Tag in der Bedienung war und in den Waschküchen gewaschen hat, hat meine arme Mutter eine Krone verdient, also zwei Laib Brot. Wir haben gehungert, aber unsere Eltern haben uns eines gegeben und sie haben uns trotzdem eine glückliche Kindheit gestaltet. Ich war immer eine gute Schülerin und ich wäre so gern Lehrerin geworden. Das war erstens wäre ich gern Mutter geworden und zweitens wäre ich gern Lehrerin geworden. Beides ist mir also nicht beschieden gewesen. Dann, als ich aus der Schule gekommen bin, da haben mir meine Freundinnen in Simmering erzählt, ich soll doch in die Zuckerfabrik zum Schmied gehen, zum Viktor Schmied und Söhne. Der ist ja heute noch am Geiselberg. Und zwar soll ich deshalb dorthin gehen, weil da kann man Zuckerl essen und Schokolade essen und Marzipan essen und so weiter und so fort. Und natürlich bin ich eines Tages bei dem Tor gestanden und da ist ein sehr eleganter Herr herausgekommen. Und ich war noch nicht ganz 14 Jahre und da habe ich gesagt, bitte Herr Direktor, kann ich arbeiten, kann ich anfangen? Also er hat mich anfangen lassen. Und so wie es heute im Leben ist, bin ich nicht in die Zuckerl- und nicht in die Schokoladeabteilung, sondern in die Senftabteilung gekommen.
Frauen werden in Kriegszeiten nicht nur in der Zuckerlbranche gebraucht. Noch vor 1918 wird Rosa Jochmann in einer Lampenfabrik Betriebsrat, bald darauf Sekretärin im Verband der chemischen Arbeiter. Auf der Arbeiterhochschule lernt sie die Parteielite kennen. Wie war das Verhältnis zwischen Arbeitern und Intelligenz damals? Für mich. Für dich und auch allgemein. Ja, eigentlich war das früher so, das hat sich jetzt ja geändert, nicht wahr? Aber früher war das so, dass es gibt ja eine Arroganz des Arbeiters, die habe ich. Die gibt es. Es gibt nicht nur die Arroganz des Intellektuellen, ich bin auch arrogant auf dem Gebiet. Und diese Arroganz, die besteht nämlich darin, dass wenn ein Doktor in die Sektion und so weiter gekommen ist, dann wurde der auf Herz und Niere geprüft, ohne dass er es wusste. Und wenn man darauf gekommen ist, dass der wirklich Flugzetteln austrägt und dass er klopft und wirbt und Mitgliederbeiträge sammelt und so weiter und so fort, dann wurde er unser Freund. Es war nur nicht möglich, das war in der Zeit vor 1934 ausgeschlossen. Das war nicht möglich, dass einer nur in die Sektion als Funktionär sich wählen hat lassen, weil er da irgendwo hinauf wollte und so weiter. Das war ausgeschlossen. Rosa Jochmann ist jener Typ des Funktionärs, den es heute fast nur mehr im Geschichtsbuch gibt. Wissen ist Macht, hieß die offizielle Parole. Und die Partei war ein Weg zur Bildung, nicht ein Weg zu Pfründen. Für Rosa Jochmann war sie Familie, Schule, Kirche und Heimat in einem. Am berühmt gewordenen Linzer Parteitag nimmt sie als Delegierte teil. Die Politdebatten interessieren sie aber weniger als die wachsende soziale Krise. Wir haben schon politisiert, aber damals im Jahr 1926 war ja überhaupt die größte Sorge die Arbeitslosigkeit. Und die war ja entsetzlich und furchtbar. Im Jahr 1932, mit 31 Jahren also, wurde Rosa Jochmann Mitglied des Parteivorstandes. Und als hochrangige Funktionärin erlebt sie den Aufstand und die Niederlage des Februar 1934 mit. Welche Gefühle hat sie, wenn sie an diese Tage denkt? Wie Sie im Radio gesagt haben, die Sozialdemokratische Partei und all ihre Nebenorganisationen sind verboten. Das habe ich bis heute nicht verwunden. Und das war auch furchtbar, das dem Otto Bauer zu vermitteln. Das musste ich nämlich. Aber dann war der Otto Bauer weg. Und mein Entschluss war natürlich gefasst, dass ich in die Illegalität gehe. Und ich war ja das einzige Mitglied des Parteivorstandes, das nicht verhaftet war. Von der ersten Sitzung an ist sie bei den neu gegründeten Revolutionären Sozialisten dabei. Sie trägt Zeitungen aus, verteilt Flugblätter und glaubt an das Motto der illegalen Partei: Wir kommen wieder. Im August 1934 wird sie das erste Mal verhaftet, im April 1935 ein zweites Mal. Im Prozess verantwortet sie sich mit einem offenen Bekenntnis zu ihrer Gesinnung. Ich war Sozialistin, ich bin Sozialistin und ich werde immer Sozialistin bleiben. Eine harte Schule von Not und Elend hat mich dazu gemacht. Aber ich bin noch einmal zum Otto Bauer gegangen. Und zwar kurz zwei Tage bevor die Nazi einmarschiert sind, bin ich mit einem falschen Pass nach Prag gegangen und habe mit dem Otto Bauer einen wunderbaren, unvergesslichen Tag verlebt.
Und ich habe ihm gesagt, dass wir eine Versammlung, das ist ja alles viel zu schwer, aber wir hatten ja in Floridsdorf eine Versammlung, wir haben unsere Abzeichen getragen, wir haben uns mit Freundschaft gegrüßt und alles, weil wir alle geglaubt haben, dass ja jetzt ist Schluss, denn der Schuschnigg hat ja auch im letzten Moment war er ja bereit, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen, aber es war halt wie so oft im Leben, es war zu spät. Und da habe ich dem Otto Bauer gesagt, dass alle meinen, dass jetzt die Partei wieder sein wird. Und da hat er prophetisch gesagt, nein, Genossin Jochmann, jetzt marschiert der Hitler ein. Im August 1939 wird Rosa Jochmann von der Gestapo verhaftet. Am 5. April 1940 wird sie ins KZ Ravensbrück eingeliefert. Begründung: Sie gefährde die Sicherheit von Staat und Volk durch fortgesetzte marxistische Betätigung. Wer sagt, dass er im Lager keine Angst gehabt hat oder wenn er eingesperrt ist und so weiter, dem glaube ich das nicht. Ich habe furchtbare Ängste gehabt. Furchtbare. Denn als ich im Bunker war, man muss sich das vorstellen, ich war einmal fast 6 Monate und einmal 6 Wochen im Bunker. Das ist eine vollständig finstere Zelle. Da musste ich die Augenlider bewegen, ob ich sie offen habe, weil ich sah ja nichts. Dann war eine grausame Kälte, obwohl ein Bretterboden gewesen ist. Und diese Symphonie des Zellenbaus, nannte man es, diese Symphonie, die kann man nicht wiedergeben. Das ist unmöglich, denn wenn man den SS-Mann kommen hörte und die Stiefeln knarrten, dann ist mein Herz gestanden. Vor innerem Entsetzen. Ich habe nur eine Kraft gehabt, wenn er das Licht angedreht hat. Und dann stand ich stramm, musste mich melden, Schutzhäftling Jochmann, Nummer 3014 und so. Ich habe die Kraft gehabt, es ihm nicht zu zeigen, was für eine furchtbare Angst ich habe. Aber ich habe immer Angst gehabt. Grauenhafte Angst und besonders von Dienstag und von Freitag. Denn am Dienstag und am Freitag, da war der sogenannte Strafvollzug. Das hat bedeutet, dass ein Häftling, der irgendwie auch nur den geringsten Verstoß begangen hatte, dass er dabei erwischt wurde, dass er zur Prügelstrafe verurteilt worden ist. Und diese Prügelstrafe, das hat bedeutet, dass sie auf den Bock gespannt wurden, auf das nackte Gesäß mit einer Knute, die ist von Dienstag zum Freitag und von Freitag zum Dienstag in einem Wasserbottich gelegen. Und die Enden, das waren so dünne Lederriemen, das habe ich ja nach 45 alles gesehen, und die Enden, die waren so geknüpft und damit hat jeder 25 Stockschläge bekommen. Und die haben geschrien und wenn er den Schlag, er musste zählen, wenn er nicht gezählt hat, dann wurde der Schlag wiederholt. Und das hast du alles in der Zelle gehört. Ich habe mir die Ohren zugehalten, aber ich habe es trotzdem gehört. Und einmal ist neben mir eine junge Polin gewesen, die hatte beim Erdäpfelschälen in der SS-Küche, weil unsere wurden ja natürlich Gott sei Dank nicht geschält, da hat sie ein Stück rohen Kartoffel im Mund gesteckt, weil sie ja so furchtbar hungrig war. Wir waren ja alle so hungrig. Und die Aufseherin hat es gesehen, sie bekam 25 Stockschläge. Man hat sie in die Zelle hineingeworfen und die hat 3 Tage und Nächte ununterbrochen nach der Mutter gerufen. Da ich Tschechisch verstehe, habe ich das natürlich auch verstanden. Und dann habe ich ihr geklopft. Denn dieses Klopfsystem, das kann ich ja jetzt nicht erklären, das ist ja die Verbindung von Zelle zu Zelle. Ich habe sie getröstet mit dem Klopfen, weil das ist ja A einmal klopfen, B zweimal und so. Und habe sie gebeten und so weiter, aber es war alles umsonst und sie ist dann gestorben.
überleben konnte man es nur, indem man vollkommen davon überzeugt gewesen ist, dass eine solche Situation ja nicht bestehen bleiben kann, sondern dass das, was wir 34 schon gesagt haben, wir kommen wieder, dass ja eine andere Zeit kommen muss. Im April 1945 wird Ravensbrück befreit. Rosa Jochmann organisiert die Heimkehr der Überlebenden nach Österreich. So wie man sich das KZ nicht vorstellen kann, das Leben dort und das Leid, so kann man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, die Freude wieder frei zu sein. Und es ist mir sogar passiert, dass ich, wenn ich wo in die Straßenbahn später eingestiegen bin, dass ich zur Schaffnerin du gesagt habe und zu allen möglichen Leuten, weil ich das vom Lager gewöhnt war. Das Jahr 45, Mythos von Ende und Anfang, von Ruinen und Wiederaufbau, von Reue und Neubeginn, für manche auch der Mythos von der Stunde Null. Rosa Jochmann denkt zuerst an die, die nicht mehr da sind. Der Otto Bauer war weg und ich wusste von so vielen, dass sie weg sind. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wer jetzt die Partei leiten wird und was das sein wird. Aber ich bin mit so viel Herzlichkeit von allen empfangen worden. Ich bin auch nach Simmering, dort wo ich gewohnt habe, in den Krankenkassenhäusern gegangen und habe viele Freunde nicht gefunden und manche wiederum gefunden. Und so hat es eben langsam wieder begonnen. Mit den ersten Wahlen im neuen Österreich, in der Zweiten Republik, zieht die 44-Jährige ins Parlament ein. 22 Jahre bleibt sie Abgeordnete. Ihr zentrales Thema, der Faschismus und seine Opfer, Wiedergutmachung und Warnung vor der Wiederkehr des Ungeists. Was meint sie heute? Hat Österreich die Zeit des Faschismus richtig aufgearbeitet oder sind Fehler passiert? Ja. Ich glaube, dass man es nicht nur in unserem Land nicht richtig gemacht hat, sondern nirgends. Ich bin auch durch Deutschland nach 1945 gefahren, weil ich zu verschiedenen Prozessen gefahren bin. Und ich muss sagen, dass die Deutschen damals so bereit gewesen sind, ihre Fehler zu bekennen und mit aufzubauen. Irgendwie hatte man es nicht gerne, wenn man über diese Zeit geredet hat, weil man dadurch befürchtete, dass wenn die wiederwählen werden, dass sie jenen bestimmt nicht die Stimme geben, die sie anklagen. Ja, und wenn ich geredet habe, musste ich sie anklagen. Die Partei hat damals auch mitgewirkt daran, dass der Verband der Unabhängigen ins Leben gerufen wird. Warst du da immer mit allem einverstanden? Nein, ich war damit nicht einverstanden, absolut nicht. Aber ich bin ja in Wirklichkeit oft unterlegen. Zu Beginn der Ära Kreisky legt sie alle Funktionen zurück. Ihr Mandat im Nationalrat und den Vorsitz der Frauenorganisation. Wenn ich jetzt zurückblicke, und zwar nicht zurückblicke auf das Jahr 45, sondern auf die Zeit vor 1934 und daran, wie wir gelebt haben mit meiner Familie und nicht nur wir, sondern die ganze arbeitende Bevölkerung damals. Und trotz mancher Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass sie irgendwie anders gemacht werden sollen, muss ich doch sagen, dass sich das die Pioniere der Arbeiterbewegung niemals erträumt hätten. Niemals. Das Gespräch mit der Jugend ist ihr wichtig. Als Zeitzeugin wandert sie von Schule zu Schule. Sie will den Jungen ihre Erfahrungen weitergeben.
Und ihr wart in Mauthausen. Und ich weiß nicht, ob jemand unter euch gewesen ist, der sich gefragt hat, ob das alles auch wirklich so gewesen ist. Nicht wahr? Die Wirklichkeit war so, dass ich es niemand für übel nehme, der es nicht fassen kann. Denn ich sage das auch so aufrichtig, wie ich es empfinde. Wenn ich nicht im KZ gewesen wäre, es würde mir schwerfallen, das zu glauben. Wie könnte ich zum Beispiel glauben, und das haben meine Augen gesehen und meine Ohren gehört, wie könnte ich zum Beispiel glauben, dass ein SS-Mann, allerdings war er betrunken, schwer betrunken, vor ihm geht ein fünfjähriger Bub, der natürlich nicht ausgewichen ist, der wusste ja gar nicht, dass jemand hinter ihm geht, der gibt ihm mit dem Stiefel einen Stoß, dass das Kind, weiß ich, wohin geflogen ist, zum Schreien begonnen hat, nimmt ihn, haut ihn an die Blockwand hin. Das ist nur dann eine blutige Masse gewesen. Das könnt ihr nicht glauben. Man muss auch ertragen können, wenn die Jugend eine Kritik übt, denn das ist das Salz jeder Partei, die Kritik. Und man muss auch ertragen können, dass die Jugend andere Wege sieht. Und meiner Meinung nach, und das habe ich auch von Otto Bauer, ist es ganz egal, was der junge Mensch sagt. Hauptsache ist, er tut etwas und er sagt etwas. Das ist der Beweis, dass er sich damit beschäftigt. Und ich wünsche heiß, dass die Partei der Jugend mehr Raum bietet, als das bis jetzt der Fall gewesen ist. Das tschechische Arbeiterkind aus Simmering hat sich bis heute seine geistige Wachheit erhalten. Mit ihren nun bald 87 Jahren ist Rosa Jochmann mehr als eine Zeitzeugin. Sie ist selbst schon ein Stück Zeitgeschichte. Geschichte einer Arbeiterbewegung, die sich weit, in jeder Hinsicht weit entfernt hat von ihren Anfängen. Sie ist eine der Letzten, die das Brot der frühen Jahre gegessen hat. Fragt man sie nach einem Ratschlag für das politische Lager, aus dem sie kommt, hat sie eine schnelle Antwort parat. Da fällt mir in dem Moment ein Telegramm ein, das ich vor kurzem von einem sehr bekannten Minister bekommen habe. Und auf dem Plakat ist Folgendes gestanden, dass er mir gratuliert und weiters, und das hat mich besonders erfreut, bleibe weiter wachsam über die Grundsätze unseres Wollen und unserer Partei. Und das Versprechen kann ich da geben, dass ich und kann ich allen geben, solange ein Atem in mir ist, dass ich wachsam bleiben werde. Musik.